1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Hallo Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, die bekannte Telefonnummer wählen 0800 220 5050 oder mailen domian@wdr.de. Kerstin ist unsere erste Anruferin heute Nacht. Hallo Kerstin. Hallo. 22 Jahre alt. Ja, genau. Aha. Und was ist dein Thema? Wir hatten im April schon mal miteinander telefoniert. Ja. Und da ging es um die Todesstrafe. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ich erinnere mich, ja. Ja, genau, ich bin's. Du hast eine Brieffreundschaft gehabt zu einem Kandidaten, der in einer Todeszelle lebt. Genau, ja. Ne, so war's. Ja. Genau, richtig. Also eigentlich sind es drei Brieffreundschaften, aber ich hatte dir von einem erzählt. Ja. Genau, ja. Und es ging darum, dass ich vorhatte, rüber zu fliegen. Ja. Und das habe ich getan. Du warst da. Du warst, ich war da. Du warst in Amerika. In welchem Bundesstaat? Ich war in Illinois. Ja. Und ich war in Florida. Das heißt, du hast zwei Leute besucht. Ja. Wobei der in Illinois nicht mehr in der Todeszelle sitzt. Ja. Der ist begnadigt worden Anfang des Jahres, weil der ausscheidende Gouverneur damals alle begnadigt hat. Begnadigt heißt aber nicht, dass er aus dem Gefängnis raus ist, sondern nein, dass er nicht, also dass er nicht hingerichtet wird, heißt das. Er wird nicht mehr hingerichtet, ja. Er hat jetzt lebenslänglich, was auch wirklich lebenslänglich heißt. So, lass uns über den Fall reden, der nicht begnadigt wurde. Das dem ist die Todesstrafe, Florida, dem die Todesstrafe, ja, der sie vor Augen hat. Mit diesem Menschen bist du in Kontakt gekommen. Ja. Sehr spannend. Wie funktioniert sowas? Beschreib mal. Du gehst dann in dieses Gefängnis rein? Ja, Hochsicherheitstrakt. Ja, beschreib mal so ein bisschen die Atmosphäre, wie es da aussieht, wie man begleitet wird und so weiter. Also du kommst im Grunde genommen erstmal rein und stehst vor einem Tor. Mhm. Und wenn du das erste Mal da bist, dann nehmen sie deine Fingerabdrücke und machen Fotos von dir. Ja. Also im Grunde genommen, als wärst du selbst jetzt dafür, verhaftet zu werden. Bitte? Im Grunde genommen so, als wärst du jetzt selbst dort, um verhaftet zu werden. Ja. Also sie nehmen dich halt in der Kartei auf und du kriegst einen Ausweis. Warst du alleine oder in Begleitung von anderen Leuten noch? Ich war zusammen mit einer Freundin dort. Mhm. Und okay, die nehmen also alles auf, alle Personalien, Foto, Fingerabdrücke und so weiter. Und dann? Ja, dann kommst du durchs erste Tor durch und wartest dort und dann kommt jemand, der dich dann halt searcht. Also der durchsucht dich, ob du irgendwelche verbotenen Gegenstände mit dir mitträgst. Es wird aufgeschrieben, wie viele Ringe du hast und so weiter. Ist das eine sehr intensive Körperdurchsuchung? Also beispielsweise auch, dass die ausschließen, dass du keine Drogen reinschmuggelst und so weiter? Also sie durchsuchen jetzt nicht Körperöffnungen, das machen sie nicht. Mhm. Aber du musst dir die Schuhe ausziehen, du musst halt gucken, du musst zeigen, dass du unter den Füßen nichts hast. Ja. Sie fassen dir ja in den Schritt, kann man schon sagen. Ja. Sie gucken, ob du Unterwäsche trägst, ob du ein BH trägst. Wenn du einen Rock trägst, dann musst du einen Unterrock tragen und so weiter und so fort. Das wird halt alles schon kontrolliert. Es wird geguckt, wie viel Geld du mit dir hast. Du darfst nicht mehr als $25 mit dir nehmen. Ja. Gut, das ist dann ein weiterer Schritt. Wie sieht der nächste aus? Dann kommst du durchs nächste Tor und dann hast du Metalldetektor-Check. Mhm. Da wird halt dann noch geguckt, ob du doch nicht irgendwie in deinem Körper noch was versteckt hältst. Ja, was wahrscheinlich in dem Moment schon fast unmöglich war, gewesen wäre, dass sie das nicht erkannt hätten, aber sie machen es nochmal. Und dann bekommst du nochmal einen Ausweis, wo dann halt dann draufsteht Besuchernummer 1, 2, 3, je nachdem, wie viel du halt bist. Und dann gehst du durchs letzte Tor durch. Und dann kommst du quasi du bist dann draußen, außerhalb des Gebäudes. Ja. Und läufst durch einen Gang, durch der, Maschendrahtzaungang, würde ich jetzt mal nennen. Also du läufst dann quasi dadurch läufst du erst noch an Zellen vorbei, wo halt die Leute die drin sitzen, die nicht zum Tode verurteilt sind. Achso, du kannst in die Zellen reingucken?
Nein, du kannst nicht reingucken, aber die Jungs können rausgucken. Und das ist natürlich für die, ja, ich meine, die sehen nicht so oft Frauen. Die fangen dann halt an, einen riesen Terz dort zu machen an den Fenstern. Ja, ja. Dann läufst du halt, ja, ich schätze mal, das sind so 200-300 Meter. Mhm. Dann kommst du zu dem nächsten Gebäude. Mhm. Dort gehst du dann wieder durch ein Tor und nochmal durch ein Tor. Also ist ja eine irre Prozedur. Ja. Also ich habe schon gemerkt, dass man da wirklich auf Herz und Nieren durchsucht wird. Ja. Irgendwann bist du dann in unmittelbarer Nähe deines Kandidaten, deines Brieffreundes gekommen. Ja, wie sieht diese Begegnung aus? Findet die in einem Raum statt oder in Anwesenheit von Polizisten? Also in Florida ist es ein großer Raum mit 26 Tischen. Ja. Und ein Schreibtisch für den jeweiligen Guard, der dort halt Aufsicht hat. Ja. Und du kommst halt rein, musst dann dort deinen Ausweis abgeben bei dem Guard. Also mit den Polizisten, sagen wir es mal in Deutsch, ne? Dann verstehen Leute das auch. Ja. Bei den Polizisten. Mhm. Und dann wartest du, dass sie ihn bringen. Und wenn du Glück hast, ist er schon da oder sie bringen ihn ziemlich schnell danach. Wie war es bei dir? Das erste Mal habe ich 45 Minuten gewartet. Mhm. So, dann sitzt man also in diesem großen Saal, wo eigentlich 26 Leute reinpassen. Und wartet darauf, dass der Todeskandidat kommt. Ja. So, und dann kommt er. Ja. Wie nah kommt er an dich ran? Es sind Contact Visits, also mit Kontakt. Das heißt, man kann eigentlich die ganzen 6 Stunden über Händchen halten. Man darf sich zur Begrüßung und zum Abschied, darf man sich umarmen. Hat man einen Tisch dazwischen? Es ist ein runder Tisch mit 4 Stühlen. Mhm. Und man kann sich also entweder gegenüber sitzen oder nebeneinander sitzen, ja, je nachdem. Also, wie lange habt ihr dann mit ihm gesprochen? Ich hatte 4x6 Stunden. 4x6 Stunden. Mhm. 4x6 Stunden. Aber ich war jetzt nochmal drüben und hatte dann nochmal 2x6 Stunden. Mhm. Was unterhält man sich mit einem Menschen, der zum Tode verurteilt ist, der keine Begnadigung in Aussicht hat? Was spricht man? Ja, man spricht hauptsächlich über Dinge, über die man sonst nicht schreiben darf. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, was seinen Fall halt betrifft. Mhm. Das sind halt Sachen, es ist ungünstig für ihn, darüber zu schreiben, ja, weil die Sachen kopiert werden und sofort an die Staatsanwaltschaft weitergegeben werden, wenn er über seinen Fall schreibt. Aber hört denn da nicht jemand zu, dieser aufsichtsführende Beamte oder Polizist, was immer? Nein, der ist aber nur in dem Raum, aber er hört nicht genau zu, was gesprochen wird. Er ist in dem Raum, um halt zu verfolgen, dass man nichts Verbotenes tut. Aber sie hören nicht die Gespräche mit, nein. Als du den Kandidaten zum ersten Mal, ich sag mal den Todeskandidaten, deinen Häftling, ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast, wie lange bestand nochmal der Kontakt, der Briefkontakt? Ein Jahr. Ein Jahr. War das nicht ein merkwürdiges Gefühl, sich zum ersten Mal dann gegenüberzustehen? Ja. Mhm. Was ist so das Erste, was man da sagt? Ich weiß gar nicht mehr, was das Erste war, was ich gesagt habe. Ich weiß nur noch, das Erste, was er gesagt hat, war gut, dass du endlich da bist. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, was ich als Erstes gesagt habe. Ich war erstmal völlig perplex, ihn zu sehen. Und ja, es war ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ja. Sehr schön, aber auch sehr bedrückend. Was ist jetzt, was hast du mit nach Hause genommen? Was an Eindruck oder an Informationen, was du vorher nicht so hattest? Sprech mal von diesem einen Menschen. Es ist so, wir waren halt vorher nur Brieffreunde und natürlich sind wir uns durch den Briefkontakt schon sehr nahe gekommen. Mhm. Aber es ist nochmal was anderes, wenn man sich dann wirklich tatsächlich gesehen hat. Und die Sache geht mir natürlich, seitdem ich dort war, noch viel näher als vorher. Weswegen ist er eigentlich verurteilt? Er ist verurteilt wegen eines Mordes. Wobei, wenn ich das jetzt sage, dann sagt wieder jeder, ja, das sagen sie alle. Ich glaube nicht, dass er es war. Ja, also er streitet es auch ab, dass es war und du glaubst ihm. Ich glaube ihm, weil ich seine ganzen Gerichtsakten mittlerweile hier habe, sie alle gelesen habe und ich würde dich gerne jetzt auch nochmal fragen, das habe ich dich das letzte Mal, als wir gesprochen haben, auch gefragt, wenn ich mich recht erinnere. Was motiviert dich? Als Mädel, die so weit weg wohnt und eigentlich mit dem Mensch und mit dem ganzen Umfeld nichts zu tun hat, dich da so reinzuknien, so engagiert zu sein? Das ist eine gute Frage. Das Klischee ist, dass Frauen, die sich, oder grundsätzlich Menschen, die sich darum kümmern, einen Knall haben. Wobei, ich glaube, ich bin sehr gesund.
Es liegt einfach daran, dass mir das sehr nahe gegangen ist, weil ich Reportagen darüber im Fernsehen gesehen habe, weil ich mich angefangen habe, darüber zu informieren. Und es ist leicht gesagt, ich bin für die Todesstrafe. Aber ich glaube, Leute, die für die Todesstrafe sind, sind einfach nicht richtig informiert. Welche Information fehlt den Leuten? Was meinst du? Es ist nicht damit getan, jemanden zum Tode zu verurteilen. Ich meine, es ist nicht so, dass sie zum Tode verurteilt sind und dann haben sie ein ganz normales Knastleben, bis es dann endlich soweit ist, dass sie hingerichtet werden. Es ist gerade erst 3 Wochen her, dass 4 Polizisten wieder mal einen Insassen zu Tode geprügelt haben und sie kommen damit davon. Und solche Sachen, das geht einfach nicht. Und das darf in einem Land, was so stolz ist, auf ja, Amerika zu sein, das darf einfach nicht passieren. Das ist dritte Welt, das ist hinterweltisch. Es passiert aber nur allzu oft, ne? Und es ist nur allzu oft schon passiert in den letzten Jahrzehnten. Ja, leider. Liebe Kerstin, das war so ein kurzer Eindruck. Wir können das natürlich, du könntest wahrscheinlich irrsinnig viel erzählen von den Eindrücken, die du da gesammelt hast. Aber es war ein kurzer Eindruck, den du uns vermittelt hast. Dafür danke ich dir sehr herzlich. Gerne. Und sage nochmal meinen Respekt für dein Engagement, was du da an den Tag legst. Alles Gute. Schönen Abend noch. Tschüss. Meine Lieben, 0800 220 5050, das ist die Telefonnummer, unter der ihr mich hier live im Studio in Köln beim WDR bei 1 Live erreichen könnt. Kerstin ist die Nächste. Kerstin ist 20 Jahre alt. Hallo. Hallo. Ja. Kerstin, noch eine Kerstin. Gerade hatten wir auch eine Kerstin. Kerstin, was geht's bei dir? Es geht bei mir darum, dass ich eine sexuelle Nötigung hatte. Das ist ungefähr 3 Wochen her. Ja. Und ich ein großes Problem habe, wie ich nun gegenübertreten sollte. Oder das Problem allein ist auch, dass ich... Moment, ich habe nicht verstanden. Kannst du den Hörer mal ein bisschen klarer an den Mund halten? Das klingt so verschwommen. Ich habe nicht verstanden. Du hast das Problem, wie du gegenübertreten sollst. Habe ich nicht verstanden. Ja, genau. Und nee, ich habe es nicht verstanden. Wem gegenübertreten sollst? Also die Person, es ist zu einer Anzeige gekommen. Ach so. Und wird auch noch weiter zum Gericht geleitet. Es ist keine Anzeige gekommen. Wie bitte? Ich verstehe dich so schlecht. Fangen wir mal nochmal von vorne an. Eine sexuelle Nötigung hat stattgefunden. Was ist genau passiert? Also, es war an einem Wochenende. Und wir hatten uns mit jemand verabredet. Wir wollten zu einer Diskothek fahren. Wer ist wir? Eine Freundin von mir und 2 Kumpels. Ja. Und eine von denen ist Auto gefahren. Und er musste aber noch seinen Bruder und seine Freundin wegbringen und wir sollten auf die warten. Und saßen dann halt auf dem Markt, da sind so Bänke mit Tisch dran, saßen wir halt da. Und nach ungefähr einer halben Stunde oder so kam dann ein angetrunkener Mann entgegen, hat halt auch rechtsradikale Sachen gesagt. Und man hat uns dann gesagt, wir sollten uns ruhig verhalten, der Kumpel, der noch bei uns saß. Und das haben wir soweit auch getan, dann kam er am Tisch und da haben wir nur gesagt, moin. Und dann kam er um den Tisch rum und kam zu mir und hat mich erst geküsst, dass ich natürlich abgewehrt habe. Und dann kam aber auch schon der Fahrer, der uns dann abholen wollte. Dann wollten wir ausstehen, also wir sind aufgestanden, dann sind die 2 losgegangen. Ich wollte hinterher und er hat mich dann am Handgelenk halt festgehalten. Ja. Und als als die beiden dann gemerkt haben, dass ich nicht hinterher kam, kamen die wieder zurück. Ja. Und da sagte der Mann dann, dass er sich nur mit mir unterhalten wollte. Hat eine Freundin gesagt, ja, das könnte er auch, aber die wollten sich dann wieder hinsetzen. Was hat er denn gemacht? Du sagst, sexuelle Nötigung, das ist ja schon ein heftiger Vorwurf. Was hat er konkret gemacht? Ich wollte mich losreißen, aber er hat einfach nicht das Handgelenk losgelassen und war auch sehr kräftig. Und hat mich dann weiter um die Ecke und wollte nur mit mir reden und hat dann gesehen, dass die anderen aber hinterherkommen und um die Ecke gucken. Ja, ja. Hat er mich in eine andere Ecke, so dass die das nicht sehen konnten. Ja. Und dann hat er mich aufgefordert, dass ich ihm einblasen sollte und so weiter. Und ich habe das natürlich immer wieder abgewehrt und wollte dann weg und konnte aber nicht, weil er links einen Arm hatte und rechts einen Arm. Das war dann so eine Ecke, also konnte ich nicht links und rechts weg. Ja, aber es hat sich dann Gott sei Dank ja vermutlich nur um Sekunden gehandelt, weil deine Leute ja in der Nähe waren und die wollten ja zu dir und dich dir irgendwie helfen. Ja, also sie wollten nicht eingreifen, weil der Mann besoffen war und wenn die dann zugeschlagen hätte, dass er irgendwie mit dem Kopf oder so dann auf dem Boden und dann mehr passieren konnte. Wie ging es dann weiter?
Ja, danach hat er dann irgendwann seine Hose geöffnet, obwohl ich immer noch abgestritten hatte, ich will nichts und lass mich in Ruhe. Und ja. Später nahm er dann meinen Kopf und wollte ihn dann nach unten führen und da habe ich ihn dann auch wieder rausgeholt. Und als ihm dann das zu viel wurde, fing er an, mich zu würgen. Zu würgen? Und also er fing an, dich zu würgen? Ja. Mhm. Und ich versuchte, mich da wieder rauszukriegen, habe es auch geschafft. Und Moment dann, mal, das verstehe ich nicht. Und deine Leute sind da in der Nähe und die greifen da nicht ein? Nein, sie sind nicht eingegriffen. Aber was ist denn da los? Das waren doch, wie viele waren das? Vier Leute, ne? Drei. Drei. Drei Leute sehen, dass die Freundin gewürgt wird von irgendeinem Idioten und der sie zu sexuellen Handlungen zwingen will und die machen nichts? Nein. Wie denkst denn du darüber? Er hat ungefähr, ja, weiß nicht, ich hab, wie lange das war, weiß ich ungefähr nicht. Nein, wie denkst du denn darüber, dass dir deine Freunde da nicht geholfen haben? Die haben, ihre Aussage war, die sind nicht dazwischen gegangen, falls sie ihn dann mit ihm geprügelt hat, dass er irgendwo draufhält und sich dann mehr tut oder den Kopf anschlägt oder wie auch immer. Ja, aber hör mal, das sind drei Leute gewesen. Im Prinzip wart ihr vier Leute. Aber das waren drei Leute und die lassen, wie weit waren die entfernt von dir oder von dieser Tat, die du gerade beschrieben hast? 1-2 Meter. 1-2 Meter? Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Ja, so um die Ecke war das dann. Und da war, wir halten das nochmal fest, und da war ein Typ war dabei, ein Freund. Ja, die haben sich das dann so angeguckt und haben mich dann auch gerufen und... Ich frage das ja nur nochmal, weil ich das so empörend finde. Also da sind drei Freunde. Von diesen drei Freunden war ein Junge und zwei Mädels. Nee, zwei Jungs und ein Zwei Jungs sogar. Zwei Jungs und ein Mädel. Ja. So, irgendwann hat er von dir abgelassen. Ja, ja. Da hat er dann von mir abgelassen und habe ich gesagt, ich möchte gerne gehen. Aber er ließ es immer noch nicht zu. Mittlerweile hat er da seine Hose wieder zugemacht und machte sie ein zweites Mal auf. Mhm. Und irgendwann war ihm das wohl zu doof, dieses Hin und Her. Und ja. Er fing dann nur noch an, mich zu beleidigen. Ja. Und dann bin ich nur straks zu denen gegangen. Da hatten sie aber auch schon die Polizei gerufen. Ja. Ja, so. Und der Mann das ist jetzt ist die, dann ja? losgegangen. Und in dieser Situation wusste ich nicht genau, was ich machen sollte, als ich in der Ecke stand, weil ich dachte mal, nicht, dass das erste Mal war. Ich verstehe dich so schlecht. Das war nicht das erste Mal? Nein. Mit diesem Du, dass du auf diesen Mann gestoßen bist? Nee, nicht auf diesen, es war ein anderer, aber da kam es auch zu sexuellen, handgreiflichen Krankheiten, sag ich mal so. Aber wir reden mal weiter über diesen Fall. Jetzt ist eine Anzeige, du hast eine Anzeige erstattet. Ja. Ja. Und du triffst diesen Typ noch, der läuft ja immer wieder mal über den Weg, oder was? Ja, er kann mir jetzt immer noch über den Weg laufen. Also die Polizei hat nur seine Aufnahmen genommen und hat ihn wieder freigelassen sozusagen. Ja. Wie soll das denn jetzt weitergehen? Also die Polizei hat gesagt, weil die Anzeige wegen Körperverletzung, sexuellen Nötigung und Beleidigung wird zum Gericht gehen. Mhm. Und dass ich hier wohl nochmal über sein muss. Mhm. Das Ganze hat schon eine Erschütterung und einen Schock in dir ausgelöst, ne? Ja, ich meine, ich kenne es ja nun ein bisschen, ist aber schon ein paar Jahre her. Mhm. Damit wusste ich umzugehen, aber jetzt habe ich das Problem, alleine schlafen kann ich nicht, nachts wache ich um 2 Uhr auf, da ist die Nacht für mich zu Ende. Das glaube ich. Ich würde sehr gerne, Kerstin, dass du mit meinem Psychologen redest. Ich glaube, da muss jetzt ein Psychologe ran. Dass ihr euch eingehend unterhaltet, was zu tun ist und welche konkreten Sachen du auch unternehmen kannst. Sollen wir es so machen? Ja, das heißt, du legst auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Ja. Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Christine ist 31 Jahre und jetzt hier bei mir. Ja, hallo Domian. Hallo Christine. Ja, und zwar folgendes. Also ich bin in den letzten Monaten in Anführungsstrichen ein Muffel geworden. So. Ja. Warum? Ja, das hat halt folgenden Grund. Ich habe zu viel männliche Hormone und habe seit einem halben Jahr eine Hormonumstellung bekommen. Dass ich gerade so gedacht habe, sie hat aber eine tiefe Stimme.
ja, ne? Hat das damit was zu tun, nee, oder? Weiß ich mittlerweile nicht. Ich denke, dass sich in dem letzten halben Jahr sehr viel verändert hat. Das auf jeden Fall. Also muss ich dazu sagen, ich arbeite den ganzen Tag und musste auch sehr viel reden mit Leuten so aus verschiedenen sozialen Schichten. Also es ist vielleicht jetzt auch, weil ich Spätschicht hatte, ja, vielleicht ein bisschen kaputt bin. Aber ich kann auch sein, dass ich dadurch einiges getan hat. Ja, das ist möglich, dass meine Stimme sich dadurch auch verändert hat, ja. Erzähl mal weiter. Ja, naja, gut. Und wie gesagt, also folgendes Problem ist es halt, mein Freund und ich sind bald 4 Jahre zusammen, hatten in diesem Jahr ich nenne es mal eine Zwangspause von ungefähr 4 Monaten, was uns aber sehr gut getan hat, also der Beziehung an sich. Ja. Jetzt läuft es also wunderbar, so toll, also offen, freier, anders. Also es ging jetzt nicht um irgendwelche Fremdgeherei oder so, das war es gar nicht. Ja. So, jetzt läuft das. Ja, und jetzt streikt teilweise mein Körper, also die... Erklär das mit den Hormonen jetzt nochmal ein bisschen. Ja, gut, und zwar ich, wie gesagt, habe zu viel männliche Hormone und habe seit meinem 16. Lebensjahr ein und dieselbe Antibabypille genommen, damit halt meine Regel einsetzt. Ich muss mal zwischendurch fragen, zu viel männliche Hormone, hast du die schon immer gehabt, seit deiner Pubertät? Hast du schon immer? Immer. Also das, wie gesagt... Wie hat man das festgestellt? Ja, meine Regel setzte nie ein in der Jugend und ich hatte regelmäßig einmal im Monat mörderische Krämpfe im Unterleib. Ja. Und bin dann irgendwann natürlich zum Frauenarzt und dann wurde halt Blut abgenommen und da kam das dann halt zum Vorschein, dass ich zu viel männliche Hormone habe. Ja. Und das, wie gesagt, konnte man damit halt regulieren mit einer Antibabypille für junge Frauen. Die habe ich auch 14 Jahre genommen, bin damit auch recht gut klargekommen. Und merkte nur zum Schluss, wie gesagt, so mit 30 vielleicht, weiß ich nicht, stellt sich der Körper auch um, starke Hormonabfälle, Kopfschmerzen. Mhm. Und Anfang dieses Jahres nochmal zum Hormonspezialisten, wo ich in Behandlung bin und halt neue Präparate. Ja. Und die haben dann 6 Monate später halt letzten Endes genau das Gegenteil bewirkt. Alle männlichen Hormone, es gibt aktive und inaktive Hormone, sind zu hoch. So, das war jetzt halt, wie gesagt, so vor 2-3 Monaten. Mhm. Moment, die waren doch vorher auch schon immer zu hoch. Die waren zu hoch, aber konnten halt reguliert werden durch die Antibabypille. Ach so, das heißt, die sind jetzt nicht durch die neuen Präparate reguliert worden, sondern noch mehr in die Höhe geschossen. Ja, genau. Und 3 Monate nach Therapiebeginn war das okay, 3 Monate später war komplett alles durcheinander. Was hat das für eine Auswirkung auf dein Befinden? Ja, ich war teilweise also sehr, sehr körperlich auch, also Rückenschmerzen, körperlich schlapp. Mhm. Wie gesagt, habe zwar auch einen anstrengenden Job, der mir zwar Spaß macht. Und depressiv würde ich es nicht nennen, aber starke Gefühlsschwankungen. Kann man das körperlich irgendwie auch sehen, dass du, weiß ich jetzt, Haarwuchs, Bartwuchs kriegst oder sowas? Nicht direkt. Also ich bin, wie gesagt, von Natur aus so mittelblond. Ja. Hab halt in dem Sinne, meine Haare wachsen schneller, habe aber jetzt keinen Darmbart oder dunkle Haare. Ja. Ich habe sicherlich Härchen, habe dadurch auch öfter mal vielleicht so kleine entzündete nicht Pickelchen am Kinn, aber jetzt nicht so schlimm. Habe aber generell an den Beinen ein bisschen, halt die wachsen einfach schneller. Also generell Problem, dass eine Überdosierung an männlichen Hormonen da war. Jetzt, nachdem die neue Hormonbehandlung eingesetzt wurde, ist es noch schlimmer geworden irgendwie. Genau. Und das siehst du auch als Ursache, dass du ein Sexmuffel geworden bist, dass du keine Lust mehr auf Sex hast. Es ist auch wirklich so, also mein Freund und ich waren dann auch zusammen beim Arzt, bin ein Hormonspezialist, wo ich immer bin hier in Berlin. Ja. Und die sagt auch, das sind Nebenwirkungen. So, kann man denn das jetzt nicht wieder in den Griff bekommen? Genau, und seit 10 Tagen habe ich jetzt 2 Präparate genommen, damit erstens die Blutung einsetzt, damit mein Zyklus wieder in Schwung kommt. Mhm. Und das Konkrete ist ja auch, gefühlsmäßig läuft das alles. Also das ist wunderbar, aber ein Kinderwunsch besteht auch. Mhm. Jetzt warte ich also den ersten Tag der Blutung ab und nehme dann Tretnisolon. Das ist ein kortisonhaltiges Präparat, was aber nur in diesem Falle bewirkt, dass der Eisprung stattfindet und irgendwann dann auch die Befruchtung stattfinden kann. Also alles hochkompliziert. Ja, alles sehr medizinisch und wahrscheinlich auch gesundheitlich muss man halt sehen. Ich habe auch 50 Kilo in den letzten 3 Jahren abgenommen. Ja. Wie geht denn dein Freund damit um, dass du jetzt in der letzten Zeit überhaupt keine Lust mehr auf Sex hast? Also er ist sehr verständnisvoll, zum Glück, und weiß es ja auch. Es ist aber teilweise schwierig, weil es auch vorgekommen ist, dass ich dann 2-3 Mal schon passiert, dass ich nicht mitten beim Sex, aber schon fast so mitten beim Sex abgeblockt habe. Dass ich merkte, ich wollte nicht mehr angefasst werden, im Genitalbereich. Ja, das ist natürlich generell nicht so toll für den Partner. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, heißt das, dass jetzt mit der neuen Behandlung, mit den neuen Medikamenten, die du bekommst, dass sich das wieder regulieren kann? Ich
weiß es nicht genau. Ich hoffe, ich denke zumindest, dass mein Zyklus sich reguliert, weil, wie gesagt, auch der Kinderwunsch besteht. Mhm. Ich muss, wie gesagt, dann auch jetzt bald nochmal wieder hin. Naja, es geht jetzt nicht nur um die körperliche Sache, dass der Zyklus sich reguliert, sondern dass du auch wieder richtig Lust hast. Ne? Ich hoffe es auf jeden Fall, dass sich dadurch dass sich das einfach ändert, weil es belastet mich. Also ich mache dadurch, verkrampfe mich, denke mir, mein Christine, schalt ab, bleib ganz locker, der Kopf ist frei. Ja. Natürlich, er hat Verständnis, aber irgendwann denkt man natürlich auch, wir reden viel drüber. Ja. Und ich, wie gesagt, ich habe schon überlegt, ich hatte eine Therapie, aber nicht aufgrund dessen, sondern weil ich auch adoptiert bin, da sind andere Geschichten noch vorher gewesen. Aber jetzt überlege ich wirklich, was kann ich denn tun? Also mich belastet das einfach, weil ich mich so nicht kannte und mich so auch nicht kenne. Wobei, das ist natürlich jetzt einmal ein hochkomplexes medizinisches Problem. Und da bist du in guten Händen, glaube ich, ne? Habe ich den Eindruck? Ja, doch, auf jeden Fall. Doch. Aber es geht natürlich auch einher mit einer extremen seelischen Belastung. Ja, dass ich mir auch denke, Christine, was ist, weil dann fragt mich mein Freund, überfordere ich dich auch gefühlsmäßig? Ich fühle mich halt sehr gefühlsmäßig stark befriedigt. Ich könnte mir vorstellen, Christine, dass es schon durchaus klug wäre, wenn du parallel zu dieser doch sehr komplizierten medikamentösen Therapie, die du hast und der du dich aussetzen musst, dass du parallel dazu auch noch eine psychotherapeutische Sache anfangen sollen. Hatte ich auch bis zum Sommer aufgrund anderer Sachen halt, so von nicht Ängsten, aber halt so, ne? Und ich müsste mich halt, wie gesagt, nur mit ihr in Verbindung setzen, das weiß ich auch irgendwo, bis ich bin so am Überlegen, ist es auch wirklich das? Und da wollte ich halt einfach mal wirklich deine Meinung hören, geht mir seit ein paar Tagen stark durch den Kopf, weil, wie gesagt, die Woche jetzt auch Probleme in sexueller Hinsicht waren. Wie meinst du jetzt, ist es auch wirklich nur das? Naja, also nicht nur, ich weiß, hormonell bedingt, aber hat es wirklich auch psychisch was zu tun? Ich fühle mich halt gefühlsmäßig stark befriedigt, das läuft alles wunderbar und da wollte ich halt von dir hören, ob du auch meinst, es wäre vielleicht ratsam, sich nochmal an meine Therapeutin mit... Aufgrund dessen, was du mir erzählt hast, bin ich ganz sicher, dass das ein guter Weg ist, weil ich erahne, was das für eine seelische Belastung ist, der du ausgesetzt bist. Und ich erahne auch, welche Auswirkungen das eventuell haben könnte, sodass das begleitend auf jeden Fall gut wäre, wenn du das machen würdest. Ja, mach es, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Christine. Meine Therapeutin ist auch eine wunderbare Frau, also ich mag die unheimlich. Na, umso besser. Ja, sozusagen, ja. Also wenn du noch einen guten Draht zu geholfen hast. Seit einem Jahr. Und Hingehen. Ja, denke ich auch. Ne? Und alles Gute, Christine. Dankeschön nochmal. Ja? Schöne Grüße nach Berlin. Guten Abend noch. Tschüss. Danke, tschüss. Jürgen, 38, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Jürgen. So, jetzt unterhalten wir beide uns. Ja, ich habe also ein Problem und zwar habe ich eine Beziehung gehabt, die ist auseinandergegangen, weil ich zu klein gebaut bin. Wie groß bist du denn? Nicht von der Körpergröße her, sondern vom Genitalbereich her. Aha. Und eine Beziehung ist deshalb kaputt gegangen? Deswegen ist sie kaputt gegangen. Wie lange war die Beziehung? Hat die gehalten? Wir waren 4 Wochen zusammen und sie hat mir dann sehr schnell gesagt, dass das also nicht klappt. Und man hat das dann auch, wenn wir im Bett waren, hat man das auch gemerkt. Also man war von vornherein schon irgendwie blockiert. Beim ersten Mal hat es ganz gut geklappt. Ja. Hast du sie vor dem ersten Mal gewarnt, hier der kleine Mann ist nicht gar so groß, oder hast du es auf ankommen lassen? Ich habe es ihr vorher gesagt, ja. Wie groß ist er denn? Ich komme auf 11 Zentimeter, wenn ich im steifen Zustand bin. 11 Zentimeter? Ja. Ja. Das ist unterer Durchschnitt. Ja. Ja. Das ist so. Guckst du mich im Fernsehen gerade? Siehst du mich im Fernsehen? Ja. Ich habe hier so einen Kuli. So? In etwa? Ja, ein bisschen. Ja, ungefähr, ja. Ja. Also viel mehr ist es nicht. Naja. Vom Umfang her hoffe ich, hoffe ich nicht so dünn wie der Kuli. Ja, das ist schon ein bisschen mehr, ne? Eher normal vom Umfang her. Ja. Also will ich erstmal eine Bewertung sagen. Ja. Die Bewertung ist nicht so dolle, aber ist auch noch kein Drama. Ja, genau. Ja? Ich war beim Urologen, genau das gleiche hat er mir auch gesagt. Ja. So, und die junge Frau, oder auch nicht so junge Frau, weiß ich nicht. Ja, gleiche Alter. Gleiche Alter, 38. Beschreib mal, wie die reagiert hat. Ja, beim ersten Mal hatte sie auch schon länger mit einem Mann nicht mehr geschlafen und von daher hat es für sie wohl ganz gut geklappt. Mhm. Und lass mich nur fragen, du hast ihr vorher gesagt, hier, ich bin etwas kleiner gebaut, bevor ihr in die Kiste gestiegen seid.
Nein, wir haben zusammen im Wohnzimmer gesessen, ja, und sind dann in die Kiste gegangen und ja, dann habe ich ihr das eigentlich relativ schnell gesagt. Ach so, dann war also Sagen und Zeigen war so eine Aktion quasi. So ungefähr, ja. Und wie hat sie da reagiert? Hat sie auch gesagt, ach, ist doch ganz süß oder so? Nee, sie hat also dann schon gesagt, oh nein, das darf nicht sein. Ehrlich? In der intimen Situation hat sie gesagt, oh nein, das darf nicht sein? Ja, weil sie hat vorher das schon mal Ähnliches erlebt und sie wünscht sich wohl jemanden, der da also wirklich seine Leistung bringt. Oh nein, das darf nicht sein, hat sie gesagt, weil du einen zu kleinen Schwanz hast. Ja. Hast du denn da überhaupt noch Bock gehabt, mit der zu schlafen? Mir lag sehr viel an die Beziehung und ich wollte natürlich versuchen, was möglich ist. Ich hatte dann gedacht, dass man das eventuell durch öfteres Kommen wieder wettmachen kann. So, dann ist es dann zu dem ersten Sex gekommen, der schon keine gute Einleitung hatte aufgrund ihres Satzes, finde ich. Ja. Wie war der Sex, der erste? Ja, für mich war es soweit okay. Bloß eben, das ist bei mir auch so, wenn ich dann mit einer Frau schlafe, dann bin ich innerhalb von 3-4 Minuten nicht da. Ja. Also das geht ruckzuck. Das ist natürlich auch nicht so doll. Das kann man ja trainieren. Das ist eine Frage der Technik. Ja, das hat mir jetzt der Urologe auch gesagt. Ja, siehst du. Und man muss einfach drüber reden und versuchen, das in den Griff zu bekommen. Wie viel Mal hast du denn mit der Frau da noch gepennt? Circa 4-mal. 4-mal. Und dann hat sie wirklich ganz krass gesagt, hier, Jürgen, aufgrund deines zu kleinen Penis habe ich keinen Bock auf dich. Ja. Es ist hart, ne? Es ist ziemlich hart, ja. Und man muss da als Mann auch mit fertig werden. Ja, ist dir das schon mal in deinen 38 Jahren passiert? Ja, also ich habe nicht unbedingt die mega Erfahrung mit Frauen und habe davor eine 2,5-jährige Beziehung gehabt. Ja. Und da hat es so einigermaßen geklappt. Also wenn man dann mit der Frau geschlafen hat, mit der vorjährigen, dann war man auch immer von 3-4 Minuten da und dann ging das eigentlich weiter. Man hat das dann bis auf 3-4 Mal Ach so, geschafft. Ja, dann ist ja okay. Also wenn du dann noch weitermachen kannst, dann ist es ja in Ordnung. Ich dachte, du würdest nach 3-4 Minuten, das war's dann. So ist es nicht. Nein, so ist es nicht, aber es ist dann aber auch nicht die Mega-Festigkeit da. Also, Hat denn diese Frau, mit der du dann immerhin 2 Jahre zusammen warst, hat die die Größe des Penis auch bemängelt? Eigentlich schon, ja. Auch? Ja, ja. Mann, was hast denn du für Frauen? Ja, das weiß ich auch. Ich frage mich immer mal auch. Und vor dieser wiederum, gab es da mal so ab und zu so One-Night-Stand oder kleinere Affären? Ja, die gab es schon. Also nur im, also da weiß ich hundertprozentig, dass die Frauen nicht unbedingt befriedigt worden sind. Mhm. Ja. Gut, aber also, ich bin ja immer der Auffassung, dass es auf die Größe im Grunde nicht ankommt. Es sei denn, er ist wirklich viel zu klein, dass man da schon sagen kann, das ist eine Degeneration, das gibt es ja auch. Aber das ist in deinem Fall, glaube ich, nicht anzutreffen. Gehe ich davon aus, dass es eine Frage der Technik ist. Wie man es halt macht. Und wie man sich selbst trainiert, dass man beispielsweise nicht zu früh ejakuliert. Und so weiter und so weiter. Habe fast auch schon die Vermutung, dass du Pech gehabt hast mit den Frauen. Ja, da habe ich bis jetzt wohl noch nicht die richtige kennengelernt. Ja, ja. Und ich denke einfach, dass da auch von der anderen Seite ein erotischer Kick kommen muss, um dann das Ganze zu kompensieren. So, jetzt hast du eine üble Erfahrung gemacht, die sicher heftig nachwirkt. Ich glaube, wenn man als Mann das so gehört hat, wie du es jetzt gehört hast und erfahren hast, da hat man eine Weile dran zu kauen. Eine ganze Weile, ja. So, jetzt warst du beim Urologen, der hat dir dasselbe gesagt, was ich gerade auch so laienhaft gesagt habe, dass das eigentlich in Ordnung ist. Jetzt ist wirklich die Aufgabe, finde ich, irgendwie, dass du dich nicht zu sehr runterziehen lässt von diesem Ereignis mit der Frau. Ja, das ist das Problem. Wenn man jetzt eine nächste Beziehung angeht, wie soll man damit umgehen? Also wenn man dann mit der Frau ins Bett steigt, da ist man ja von vornherein blockiert. Ja, vielleicht indem man das ein bisschen versucht lockerer zu sehen. Erstmal die Frau wirklich jetzt seelisch, psychisch abtastet, wie die so drauf ist. Und vielleicht im lockeren, spaßhaften Gespräch vorher das einfach mal so erzählt, dass du nicht gerade... Wie heißt der große Pornodarsteller, der so ein Riesending hat? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also, dass du gerade nicht so einer bist. Ja, ja. Ich glaube, wenn man das vorher sagt, wenn man schon verkrampft ist in einer Angelegenheit, wenn man das vorher sagt, vielleicht ein bisschen locker, vielleicht auch mit einem witzigen Spruch oder so,
erleichtert einem das sehr viel hinterher in der Situation im Bett. Ja, wenn man dann überhaupt noch dazu kommt. Wenn man, ja, okay. Aber dann weißt du vorher Bescheid, dann ist dir die Demütigung im Bett erspart geblieben. Ja, das stimmt. Ja? Also, vergiss so schnell wie möglich diese Frau. Es ist blöd und schmerzhaft, klar, aber was nutzt es ewig, die Wunden zu lecken, ne? Ja, klar. Und nochmal, es ist nochmal gesagt, es ist noch okay, es ist wirklich noch okay. Also, es ist... Und lass dir bloß nicht irgendetwas aufschwatzen, ich halte das alles für unseriös. Penisverlängerungsmethoden und man liest ja immer wieder sowas. Ja, also da gibt es wahrscheinlich auch keine Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Also ich finde, soweit ich informiert bin und so wie es mir immer wieder Urologen auch gesagt haben, wenn ich mit den Leuten über das Thema gesprochen habe, auch mal hier in der Sendung über diese Thematik, die sagen alle, das ist unseriös, das sollte man nicht machen. Mhm. Zu gefährlich wahrscheinlich, ne? Ja, und nicht effektiv. So, ja. Ran an die Frauen, steh zu deinem kleinen Schwanz und lern schöne Techniken, damit du nicht so schnell ejakulierst. Das ist, glaube ich, jetzt die Devise, die angesagt ist. Ja, es ist schwierig, man muss da versuchen mit umzugehen. Muss man. Ja. Jammern nutzt nichts. Mhm. Ne? Nach vorne gucken. Ja. So, mein lieber Jürgen. Okay. Alles Gute. Ich danke dir. Toi, toi, toi. Tschüss. Ciao. Simone, 38 Jahre alt. Hallo. Hallo Simone. Ich grüße dich herzlich. Was ist dein Thema? Sexueller Missbrauch in der Familie. Das ist bei euch vorgekommen, oder? Ja, leider. Bist du die Betroffene? Nein, ich bin nicht die Betroffene, ich bin die Mutti. Ja. Und meine Tochter ist die Betroffene, also meine Töchter. Wie alt sind die Töchter? Also die eine ist 10, ja. Die andere ist 7 und die älteste ist 15 geworden. Ja. Wer hat den sexuellen Missbrauch durchgeführt? Also das ist eine ganz verzwickte Geschichte. Ich habe vor Jahren, bin ich mal mit einem Mann zusammengegangen. Mhm. Habe mich dann von ihm wieder getrennt, weil er zu ruhig war. Mhm. Und bin dann mit dem anderen zusammengekommen und da aus dieser Ehe sind 3 Kinder entstanden. Mhm. Habe mich dann von dem Mann scheiden lassen, weil er Alkohol getrunken hat und weil das nichts war. Und bin mit diesem Mann, mit dem ich schon mal zusammengekommen bin, wieder zusammengekommen. Achso, mit dem, der davor war. Genau. Also der und Vorgänger vom Vater der Töchter. Genau, mhm. Nee. Von 2 Töchtern. Ach so. Also 3 Kinder sind aus der ersten Ehe und so, 3 Kinder mehr. Sind aus der Beziehung. Ach so, wie viele Kinder hast du insgesamt? 5. Ach so, 5. Ja. Ich hatte nur 3. Dann nein, ich habe 5 Kinder. Ja. So, und der war für mich, dieser Mann war für mich alles. Mhm. Der war für mich Vater, der war für mich Freund, für mich geliebt, der war für mich alles. Mhm. War der auch viel älter als du? Nee, der war nur 4 Jahre älter. Ja. Älter wie ich. Ich halte noch mal fest, sonst kommen wir ein bisschen durcheinander mit den vielen Kindern. Dieser Mann, von dem wir jetzt sprechen, der offenbar ja. Der Täter ist, darauf läuft es ja. Hinaus, der ist nicht Vater von keinem der Kinder. Doch. Doch. Von den letzten 2. Von den letzten 2. Ja. Und das Mädel, was das betrifft, was es hauptsächlich betrifft, oder es betrifft eigentlich ein Junge und 2 Mädchen. Die jüngste hat er nicht angefasst, soweit wie ich weiß. Also sie sagt immer, der hat mir nichts getan. Ja, aber er hat einen, wenn ich es mitgerechnet habe, ein Kind von, was auch sein Kind ist, selbst auch angefasst. Ja. Ja. Hm. So, das ist ein 10-jähriges Mädchen und da hat es wahrscheinlich angefangen mit 6 Jahren. Und jetzt ist es 10. So, bist du mit diesem Mann noch zusammen? Nein. Nein. Wie lange hat er das mit den Kindern gemacht? Das kann ich dir leider nicht genau sagen, weil ich das nicht genau weiß. Aber auch eine längere Geschichte, weil mein Sohn... Lass mal einfach nur sagen, er hat es viele Jahre gemacht. Was ja schon schlimm genug ist. Das ist sehr, sehr schlimm. Wie ist es rausgekommen, Simone? Ja, das ist auch... also ich habe die Tochter, die 15-Jährige, ist nierenkrank, hat nur eine Niere. Mhm. Ist daran auch schon operiert worden und bin eben darauf hingewiesen, wenn Gewichtszunahme ist, dass ich da sehr vorsichtig sein soll. Und wenn ich das bemerke, sofort zum Arzt gehen soll. Man kann ja mit einer Niere getrost leben. Mhm. Ne? Mhm. Aber da die ja schon operiert worden ist, ist es eben ein höheres Risiko, als wenn du eine gesunde Niere hast. Also ich habe bemerkt, dass das Mädel immer dicker geworden ist und habe halt gedacht, die hat was mit der Niere. Ja. Und ich habe immer zu ihr gesagt, Mensch Mädel, wir müssen zum Doktor, ich will nicht unbedingt einen Namen nennen. Mhm. Wir müssen zum Doktor und mit dir haut irgendwas nicht hin. Mhm. Und jede Mutter merkt irgendwann, dass irgendwas nicht hinhaut. Ja. Und wir hatten an diesem Abend, bevor wir zum Doktor sind, war ein Feiertag.
Lass es uns mal nicht zu ausführlich sagen, erzählen, Simone. Also du hast es dann über das Zunehmen des Mädels, hast du es rausbekommen? Nee, ich habe es dann rausbekommen, indem ich dann zum Frauenarzt gegangen bin. Ja. Ich wollte eigentlich zum Urologen gehen mit ihr und bin aber instinktiv zum Frauenarzt. Weil du schon irgend sowas geahnt hast? Nee, ich habe es nicht geahnt. Warum bist du dann zum Frauenarzt gegangen? Weiß ich nicht. Ich kann das nicht sagen, Domian. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin einfach dorthin gegangen, weil sie erstens mal ihre Regel nicht regelmäßig hatte, weil das eben immer ausblieb. Mal kommen sie nicht. Und sie hatte aber das Alter, wo sie regelmäßig hätte kommen müssen. Das heißt, in welchem Alter war sie da, als ihr beim Frauenarzt wart? 14. Und durch diesen Arztbesuch ist es dann rausgekommen? Genau. Also auf die übelste Weise, muss ich dazu sagen. Der war sehr, sehr unsensibel. Der Frauenarzt? Ja, also das war... Okay, klammern wir das mal jetzt aus. Das ist eine extra Thematik ja sicherlich noch. Mhm. Wie ist denn dann rausgekommen, dass die anderen Kinder 7 und 10 Jahre auch sexuell missbraucht wurden? Ja, das ist alles durch das Mädel rausgekommen. Durch die Ältere? Die hat das nicht gesagt, nee. Ach, das ist alles... Ich habe die dann noch in der Arztpraxis gefragt, wer das war. Ja. Ne, hätte ja sein können, dass sie einen Freund hat oder was, aber nein, sie hat gesagt, es war der Vati. Warst du zu der Zeit mit dem noch zusammen? Ja, ja. Mhm. Und da hat sogar noch die Frechheit besessen, anzurufen an demselben Tag, um zu wissen, was los ist. Ja, so, jetzt nochmal die Frage, das andere Mädel, 10 Jahre, 7 Jahre. Mhm. Wie ist das rausgekommen, dass diese Kinder auch betroffen sind? Ja, die haben das dann erzählt, das Mädel hat das dann erzählt, die 10-Jährige. So von sich aus, weil das Thema auf dem Tisch lag, oder? Nee, weil das mit ihr vorher schon passiert ist, durch meinen Sohn. Du hattest mich vorhin unterbrochen. Ja. Das ist eine Geschichte ohne Ende. Ja, ich merke schon, es ist sehr kompliziert. Also du warst jetzt du warst mit der einen, warst du beim Frauenarzt, dadurch ist der Stein ins Rollen gekommen. Genau. Mhm. Und die 10-jährige Tochter ist von meinem 14-jährigen geistig behinderten Sohn vergewaltigt worden. Ah, das, also noch ein neuer Strang in der Geschichte. Dann ging das erst mit dem sexuellen Missbrauch von meinem Lebensgefährten los, weil das der mit dem Ralf A gemacht hat. Mein Gott. Der Sohn wollte sich an dem rächen, weil ihm das Liebste genommen, was er hatte, und das war seine Tochter. Mhm. Weil er war ja nicht von ihm. So, Simone, jetzt machen wir mal einen Strich drunter. Es ist wirklich ungeheuer kompliziert. Ja, sehr kompliziert. Aber es ist schlimm genug. Wir haben einfach festgehalten, dass da 4 letztendlich betroffen sind. Nee, 3. Ja, der Junge doch auch. Ja, aber das Mädel nicht. Das 7-jährige Mädchen nicht. Definitiv nicht. Gut, also da sind jetzt einige Kinder betroffen von sexuellem Missbrauch. Genau. Der Mann, wo ist der Mann jetzt? Der lebt in einer anderen Wohnung. Den habe ich an dem... Jetzt ist die Leitung weggebrochen. Jetzt bitte ich meine Regie zu versuchen, die Simone nochmal zu kriegen. Und wir machen mal weiter mit der Christina. Und Christina ist 59 Jahre alt. Ja. Hallo Christina. Ja, ich wollte eigentlich gestern schon anrufen. Ja. Zwar das erste junge Mädchen hat gesagt, sie kann nicht im Fernsehen ansehen, wie Leute küssen. Ja, ja, in der Tat hat sie das gestern gesagt, ja. Genau, und ihr habt gerätselt, naja, woran könnte es liegen? Genau. Und ich dachte, ich wüsste es, weil es mir so ähnlich geht mit allen Sexszenen im Fernsehen. Mit allen Sexszenen im Fernsehen? Ja, also ich kann nicht Sex ansehen. Ja. Und seitdem ich mit meinem Mann nicht mehr schlafe. Und ich denke, ich will es einfach, diese ganzen Reize, was mich sexuell erregen könnte, will ich einfach nicht an mich lassen. Kann ich verstehen, in deinem Fall. Aber gestern, die Anruferin hat ja erzählt, dass sie das gar nicht sexuell reizt. Nein, sie hatte ja noch gar keinen Sex. Und das kommt hinzu noch, ja. Warum hat sie noch keinen Sex? Weil sie im Allgemeinen gar nicht solche Erregungen an sich ranlässt. Ja. Das denke ich. Ja. Also bei dir ist es so, du willst es nicht sehen, weil du in eine Erregung kommen würdest und du dich auch erinnert würdest fühlen daran, dass du es im Moment nicht hast. Dass ich eventuell erregt werde und doch nicht Sex haben will. Oder Sex haben kannst. Oder, ja, so, beides. Beides. Du würdest schon wollen, wenn es ginge, oder? Eigentlich will ich auch gar nicht. Warum nicht? Naja, ich schlafe schon seit 10 Jahren nicht mehr mit meinem Mann. Ja. Und zwar hatten wir vorher, wir sind schon 40 Jahre zusammen fast, irgendwas vorher ein ganz reges Sexualleben und immer gehörte Alkohol dazu.
Ich habe vor 10 Jahren aufgehört mit dem Alkohol, also gar nicht mehr. Mhm. Und mein Mann hätte gerne Alkohol getrunken, immer wenn wir Sex hatten. Ja. Und ich konnte es nicht vertragen. Ja. Also ertragen, dass er einen Alkohol roch. Und das hat er gemerkt und hat er mir einfach gesagt, ja, ich will gar nicht mehr mit dir schlafen. Mhm. So, wahrscheinlich war er selber irgendwie sauer oder traurig, ja, und hat mir so gesagt und ich war eigentlich dann so, ganz zufrieden. Das heißt, seit 10 Jahren habt ihr keinen Sex mehr miteinander? Nein. Aber du hast doch Bedürfnisse noch. Nein, jetzt nicht mehr. Also die ersten 3 Jahre habe ich dann selber mit mir, ja, und so. Und das war mir dann auch irgendwie zu dumm. Mhm. Und ich bin jetzt so weit, also ich brauche das gar nicht, denke ich. Mhm. Deshalb auch keine Lust auf diese Szenen im Fernsehen. Nein, die sind mir echt widerlich. Mhm. Also kommt mir fast manchmal übel, naja, von den Reklamen da, wenn man die so durchzappt. Ja. Also die sind ja nur sowieso schlecht. Ja. Aber erotische Szenen, die gehen mir schon ein bisschen tief, also rein. Ja. Aber ich will es nicht. Irgendwie will ich mich dann ablenken, meine, ja, Gedanken ablenken, weg davon. Ja, vielleicht ist das ein zumindest ein Hinweis zu dem, was gestern das Mädel erzählt hat. Ja. Vielleicht, dass es da auch ähnliche Zusammenhänge gibt. Ja. Also du zappst immer weg, wenn es im Fernsehen irgendwie heiß zur Sache geht. Ja, genau. Ja. So ist es. Ja. Ja. Weil es mich dann stört eigentlich. Meine Ruhe. Ja. Christina, danke für den Hinweis. Ja. Okay. Denke ich. Ja, tschüss. Ja, wünsche dir schönen Abend. Danke, tschüss. Marion, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Ich grüße dich, Marion. Dein Thema. Ja, mein Problem ist, ich bin seit fast 7 Jahren mit einem Mann zusammen, lebe auch mit diesem Mann zusammen und habe mich jetzt in eine Frau verliebt und ich weiß gar nicht im Moment, wo hinten und vorne ist. Und wer ist die Frau? Die Frau arbeitet mit mir zusammen. Ja. Und ja, sie ist einfach fantastisch und sie haut mich um. Und ist das eine neue Arbeitskollegin oder kennst du die schon länger? Nee, es ist eine neue Arbeitskollegin. Die kam irgendwann in dein Büro oder wo immer du auch arbeitest? Und genau, hast du gedacht, sie kam irgendwann neu an und ja? Ich konnte sie am Anfang gar nicht leiden. Ja. Achso, es hat sich dann sogar noch umgeschlagen von einem Extrem ins andere. Ja, so die ersten 2 Wochen, ja, und irgendwann war alles sehr stressig und dann hat jemand, hey komm, wie sieht's aus, hat jemand Lust ein Bierchen noch trinken zu gehen? Und aus einem Bierchen wurden dann mehrere und das haben wir dann ein paar Mal gemacht und jetzt... Ist denn schon was gelaufen? Ja, wir haben uns schon geküsst. Ihr habt dich geküsst. Wow. Und ich weiß im Moment echt nicht, wo hinten und vorne ist, weil ich liebe irgendwie meinen Freund oder Mann. Ich sage immer Mann, ja. Was heißt geküsst? Richtig? Mit richtig, ja. Das volle Programm. Mit Zunge, ja. Mit Zunge und Speichel und allem drum und dran. Ja, so richtig schön. Wenn das natürlich schon heiß dann, ne? Da ist ja schon eine Grenze überschritten und... Es ist eigentlich ein Betrug, ja. Das sowieso, darüber reden wir gleich noch. Ich meine aber auch so, hast du denn schon mal Erfahrungen mit Frauen gemacht? Nee, ich habe sowas vorher noch niemals Sinn gehabt, ja. Deswegen finde ich das ist dann schon eine heftige Erfahrung. Ich habe echt gedacht, ich bin wirklich der Mensch, der am heterosten von allen ist. So eine richtige alte Hete. Ja, so habe ich gedacht. Also ich habe noch nicht mal im Entferntesten an Frauen gedacht in dem Punkt. Also als Freundin ist natürlich. Ist denn dieser Kuss im Suff entstanden? Ja, natürlich. Ist er. Hm. Weißt du was über sie? Aber ich fand sie vorher schon toll einfach. Und ja, habe ich schon verstanden. Schon geprickelt. Habe ich schon verstanden. Hat sie lesbische Erfahrungen, weißt du das? Nee, hat sie auch nicht. Das heißt, ihr habt darüber gesprochen schon? Also sie hat definitiv keine lesbischen Erfahrungen. Aber und ihr habt über den Kuss auch gesprochen? Nee, noch nicht. Das war vor 2 Tagen. Ach so, ganz frisch noch. Sie hat gestern frei gehabt und nicht heute. Ich meine, nun kann es ja vielleicht auch mal passieren, dass man so im Eifer des Feierns und nach dem so und so vielen Wein oder Bier, dass das dann vielleicht mal passiert. Und vielleicht ist das gar nicht so hoch zu bewerten, von Ihrer Seite aus. Ja, prinzipiell ist es ja, würde ich mal sagen, ja gut, könnte passieren oder so. Aber ich meine, es geht mir schon seit 3 Wochen so. Ich finde die Frau einfach nur klasse. Ich finde sie toll. Ich gehe wie ihretwegen gerne ins Geschäft. Ja. Also ich komme aus dem Bett, der Wecker klingelt, ich bin vorher wach und... Und denkst an die Frau? Ja. Wie weit denkst du an die Frau? Denkst du auch sexuell an die Frau? Kann ich ja soweit eigentlich gar nicht, weil ich weiß ja gar nicht, ob ich das praktizieren könnte. Und da liegt ja immer noch dieser Mann neben mir, den ich ja trotz allem liebe. Ja. Denke ich zumindest. Ja. Hast du dich schon dabei ertappt, dass du mit deinem Freund, mit deinem Mann geschlafen hast und so haarscharf, auch mal so ein bisschen, so haarscharf nur, an die Frau gedacht hast? Ja. Ja, das ist dann schon ein Hinweis, ne? Ein Hinweis, dass man
dabei ist, sich zu verknallen, wenn nicht schon verknallt ist? Ja, nur ich denke halt immer, ich meine, nichts gegen Schwule oder Lesben oder sonst was, aber das Thema ist einfach ganz weit weg für mich. Ja, und das ist so fremd für mich. Ja. Und im Moment alles so neu und so toll und keine Frage, aber... Also es sind ganz viele Fragen jetzt offen. Was ist mit dir los? Hast du irgendwie doch einen bisexuellen Anteil offensichtlich, ja, der jetzt gerade rausbricht? So, dann ist die Frage, wie gehst du jetzt damit um, auch in Bezug auf deine Beziehung? Ja, richtig. Ne? Dann ist eine weitere sehr interessante Frage, ja, was ist mit der Frau los? Was empfindet die? Findet die dich auch ganz toll? War das für die einfach mal nur so ein Spaß oder steckt da auch mehr dahinter? Also ein ganzes Fragengerüst, ne? Ja, aber selbst wenn es für sie nur ein Spaß wäre, dann, ich meine, irgendwas muss da ja in mir nicht... Stimmt. Mhm. ...nicht stimmen, ist natürlich der falsche Begriff, aber ich glaube, du weißt, wie ich es meine. Mhm. Also irgendwas tickt da gerade. Hast du es deinem Freund, deinem Mann erzählt? Nee, ich kann das im Moment noch nicht, weil ich bin das selber noch am Erforschen. Mhm. Wann willst du es denn erzählen? Wenn ich selber ein bisschen mehr weiß davon. Ja, aber warum erzählst du es nicht jetzt schon? Du kannst ja über den Stand der Dinge, könntest du ihn ja rein theoretisch jetzt informieren. Vielleicht, weil ich Angst habe? Naja, vor seiner Reaktion. Nur je länger du wartest und je länger du dich da hineinbegibst in diese Welt, vielleicht in diese Affäre, desto komplizierter wird es. Ja, ist auch nicht fair, ne, eigentlich. Es ist nicht fair. Nee, es ist nicht fair. Es ist ja immer letztendlich egal, finde ich, ob man einen Partner mit einem gleichgeschlechtlichen Menschen betrügt oder mit einem andersgeschlechtlichen. Ja, das ist richtig. Also ich habe auch 6 Jahre lang überhaupt keine Sekunde an irgendeinen anderen Menschen gedacht. Mhm. Und deswegen finde ich eigentlich die tollste Lösung, ist, finde ich, die fairste auch, wenn man eine gute Partnerschaft hat, eine wirklich gute Liebe hat. Und mir scheint das bei euch zu sein. Du magst deinen Mann sehr gerne. Ja, schon, obwohl es immer schwieriger ist im Moment. Aber trotz allem, ich liebe diesen Menschen, ja. Ja, dass man eigentlich, finde ich, die Pflicht hat, den Partner, den man liebt und der einem sehr viel bedeutet, gleich in so etwas mit einzubeziehen. Mit allen Gefahren und allen Risiken. Was ist die Alternative? Die Alternative ist es zu verschweigen und dadurch wird das Problem immer größer und die Dramatik kommt dann irgendwie geballt später auf einen zu. Ja, das ist richtig. Aber jetzt mal sehr egoistisch gedacht, also ich weiß, ich muss ihm das erzählen oder so, das ist keine Frage, aber was passiert da mit mir im Moment? Mhm. Ich weiß im Moment echt nicht, wo hinten und vorne ist. Ich komme mir vor wie ein Teenager im Moment. Ja, es sind ja zwei Dinge. Du hast dich ein bisschen verknallt und du hast dich dann auch noch verknallt in eine Frau. Ja. Also ein doppeltes Fragenpaket liegt da vor deinen Füßen. Es ist ganz naiv gefragt, geht sowas mit 29 überhaupt noch? Also kann sowas überhaupt erst so spät passieren? Ja, natürlich. Aber na klar, Marion. Ich habe mal einen Bekannten gehabt, das war ein Universitätsprofessor. Der ist mit 53 Jahren hat er entdeckt, dass er eigentlich schwul ist. Und hat in dem höheren Alter schon, von Anfang Mitte 50, sein ganzes Leben umgekrempelt. Hat ja, aber ich weiß ja noch nicht mal, ob ich das praktizieren kann. Nein, darum geht es ja auch gar nicht. Ich will dir nur damit sagen, das kann zu jeder Lebenszeit kann das kommen. Viele merken das schon, wenn sie jung sind, aber viele merken es auch erst, wenn sie älter sind und merken es später. Es ist auch mal die Frage, was merkt man? Du musst ja jetzt nicht gleich lesbisch werden. Es kann ja einfach sein, dass da eine andere sexuelle Ader noch in dir auch ist, die vielleicht gar nicht so groß ist, aber die ist halt auch da und existiert neben all dem anderen, was du heterosexuell nennst. Also vielleicht klingt es im Moment hart. Ich weiß ja nicht im Moment, was mit dieser Frau ist, aber ich würde für diese Frau alles liegen lassen. Unsere Marion ist verknallt. Aber volle Kanne. Er ist ein unglaublicher Mensch einfach. Also. So, jetzt würde ich mal vorschlagen, jetzt redest du erstmal mit der Frau. Mhm. Jetzt muss ich erstmal irgendwie, es muss ja mal ein bisschen geredet werden. Du musst rede mit der, was los ist. Sag, was in dir vorgeht, mal sehen, wie die reagiert. Mhm. So, und dann musst du mit deinem Freund reden. Ja. Es kann ja auch sein, dass die Frau sagt, hey Marion, nee, ich nicht und ich mag dich gerne und so, war vielleicht ein netter Spaß, aber ich bin nicht verliebt, ich finde dich als Freundin toll, aber ich bin nicht verliebt. Ja, aber wäre es dann fair, deswegen bei meinem Freund zu bleiben? Ob es dann fair wäre, dann doch noch bei deinem Freund zu bleiben, meinst du? Ja. Auch wenn sie nicht will, meinst du? Mhm, genau. Ja, dann musst du es ihm sagen, dann müsst ihr das gemeinsam besprechen.
finde ich. Dann ist es, das ist das Fairste. Dann musst du ihm sagen, pass mal auf, hier ist, in mir sind seltsame Sachen vorgegangen. Ich kann dir nicht mit klarem Blick gegenüberstehen. Ich muss es dir jetzt erzählen. Lass uns das gemeinsam irgendwie jetzt versuchen zu lösen. Und ich brauche einfach ein bisschen Zeit und kann keine Garantie geben vorläufig oder wie? Ja. Ja, aber dann hast du es gesagt und das ist immer der bessere Weg, als wenn man als Partner vielleicht irgendwie ein halbes Jahr später oder ein Jahr später mit so einer Wahrheit konfrontiert wird. Das ist dann wirklich bitter. Das ist wirklich sehr schwer. Ja, aber ich konnte mir sowas bisher eigentlich auch nicht vorstellen. Also, egal, Marion. Wie gesagt, mir wird sowas nie passieren. Also jetzt nicht im Punkto Frauen, sondern egal irgendeinem Menschen, weil ich liebe diesen Mann und da gibt es eigentlich nichts anderes. Die Liebe ist das Seltsamste überhaupt. Ja. Es gibt leider in diesem Leben keine Sicherheiten. Ist ein platter Spruch. Es gibt nichts, was sicher ist, außer das ist dann die bittere Einsicht als der Tod. Das ist das Einzige. Ja, wirklich. Ja, das ist richtig. Das ist so. Das ist leider so. Aber ich bin wie ein Kind im Moment, Domian. Ich fühle mich wie 17, wie 15, ich weiß nicht. Aber ist doch auch ganz süß. Ich finde es putzig. Wenn es nicht jetzt so ernst letztendlich wäre, weil du bist ja in einer ernsten Situation, in einer Problemlage. Rede mit der Frau zuerst. Richtig. Okay. Okay, alles Gute. Okay, ich danke dir. Tschüss, Maja. Tschüss. Dieter, 43 Jahre alt. Hallo. Hallo, Dieter. Dieter ist ja, nicht da. Hallo. Ja, der Dieter macht bitte mal den Fernseher oder das Radio ganz leise. Ja, mache ich. Ja. Um was geht's denn? Ich wollte eigentlich sagen, der eine, wo da dran war mit seinem, wo er gesagt hat, minimaler Schwanz von 11 Zentimeter. Ja. Dass er solche Probleme hat mit Frauen, ja. Dass er normalerweise auch mit Gefühl, mit Zärtlichkeit, mit Spielerei, mit Fantasie ja. auch sehr viel, sagen wir mal, meine Reden. Kann, meine Reden, ja, finde ich auch. Ja, ja. Wo er tun kann, wo er mit Frauen im Prinzip, sagen wir, so viel Gefühl rüberbringen kann, ja. wo er sie auch befriedigen kann. So, jetzt gibst du einen guten Ratschlag. Jetzt wage ich mal die Frage, sprichst du aus eigener Erfahrung, hast du auch einen relativ kleinen Penis? Also, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, der eine mit 11 Zentimeter bin ich fast neidisch drauf, weil ich habe nur leider Gott 8 Zentimeter. 8 Zentimeter, das ist wirklich wenig, ja. Da bist du ja, ja. Aber ich habe gelernt, sagen wir mit meinem Körper, mit meiner Zärtlichkeit, mit Gefühle, mit Spielerei, ja. Das Ganze, sagen wir mal, zu kompensieren irgendwie. Nicht zu kompensieren, sondern zu steigern. Zu steigern sogar. Zu steigern. Ja. Gibt es bei dir denn auch so üble Reaktionen von Frauen auf deinen Geschlechtsteil, wie wir es gerade gehört haben? Ich habe diese Erfahrung in meinem Leben auch gemacht, ja. Mhm. Und wie hast du das weggesteckt? Sagen wir mal, auf eine gewisse Art schlecht, aber ich habe Frauen kennengelernt, die diese Sache nicht so in der Richtung sehen, sondern dass die Zärtlichkeit und das, was man eigentlich machen kann. Aber das ist dann natürlich auch ein Glück, auf solche Frauen zu treffen. Ne? Die da muss man einfach wirklich auch den muss der Zufall mitspielen, dass man die begegnet, dass man denen begegnet. Da habe ich vielleicht in meinem Leben viel Glück gehabt. Ja. Bist du im aber Moment? Ich kann dem einen nur eins sagen. Er soll nicht präsentieren, sondern er soll wirklich diese Frau suchen. Ja. Und es gibt viele Frauen, wo in der Richtung mehr auf Gefühl, auf, ja. auf als denn auf die Zentimeter, was weiß ich stehe, ja. wie auf die Größe oder was weiß ich was, ausgefüllt sein oder keine Ahnung wie. Das so, lieber Dieter, ich muss dich unterbrechen, die Sendung ist vorbei. Schön, dass du das noch hast sagen können, das finde ich sehr gut und macht ihm vielleicht auch ein bisschen mehr Mut. Alles Gute, tschüss. In der Technik, Malte E-Mails und Martin Trucks. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, ciao.